Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir haben hier den bisher größten Kampf vor uns. Das sieht mal beeindruckend aus. Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben hier diese Goblin-Horde mit einem Warg, einem Grottenschrat. Und dagegen stehen hier diese drei Hanseln. Das Menschen, Halbelfen, sowas wie Halbelfen. Und der Will, der eben hier schon einen Goblin gewonshottet hat. Und wir stehen hier hinten, kommen von der Seite diesen Kampf gelaufen. Okay, bei uns sind hier zwei Goblin-Spurenleser. Und von der Initiative her sind die beiden dran. Das ist aber ganz praktisch. So, idealerweise könnte ich vielleicht von hier oben angreifen, dass die mir hier nicht in den Rücken fallen und kann dann den High Ground nutzen. So. Meine Mira steht da schon ziemlich weit vorne. Und hier hochhüpfen. Nicht genug Platz. Er ist Tarion. Erstmal das abwählen. Hungry for the slaughter. Hungry for the slaughter. So. Ich versuche mal hier hoch zu hüpfen, so ein bisschen. Dass ich möglichst wenig Bewegungspunkte brauche. Sah auch eben schon ganz gut aus. Gehen Sie doch bitte nochmal da lang. So. Und dann kümmern wir uns mal um diese Goblin-Spurenleserin. Kann ich die schon angreifen? Ich soll es ja auch nicht mit dem Dolch angreifen. Achso, der hat noch die blöde Fackel noch in der Hand. Aus den Ruinen, die legen wir mal weg. So, wir wechseln auf den Bogen. 65%, go! Fehlschlag, na vielen Dank. Geh mal weiter. Gut. Dann ist die Mira dran. Da kann ich jetzt irgendwie nicht oben in den Kampf eingreifen. Wir können versuchen, hier die ein bisschen mit wegzusammeln. Unsere badische Inspiration, die ich vielleicht auch gleich hier dem Asterion geben soll. Wir sind als nächstes an uns dran. Shadowheart und Lazelle ganz am Ende. Dann geben wir Shadowheart mal ein bisschen Inspiration. Ein bisschen Flöte spielen. Und ich will euch sagen, ich halte mich mal so weit, es geht raus aus dem Kampf. Ich will da gar nicht drin erscheinen. Der Will und die können das ein bisschen für mich machen. Wir schießen hier mal den Goblin-Schläger weg. 7 Punkte, das ist doch solide. Gibt es irgendeinen Highground, den ich sonst hier in Beschlag nehmen kann? Oder ist das auch der hier am ehesten? Ich kämpfe nämlich lieber von hier oben, von der Klippe, auch mit der Mira, mit ihrer Armbrust. Okay, Mira ist fertig. Asterion ebenfalls. I'll bleed every last one of you. Da haben sie Asterion entdeckt. Die andere auch. Zum Glück haben wir inzwischen noch schon ein paar HP. So, Shadowheart. Shadowheart könnte mal den Asterion heilen. Wir haben doch eine Bonusaktion. Ruf ihm ein heilendes Wort zu. Okay, fühlt er sich schon wesentlich besser. So, und dann geht's nach vorne. Ja, in den Nahkampf komme ich noch nicht. Eine Fernkampfwaffe hat sie gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie gar keine tragen kann, muss ich nochmal schauen. Aber auf die Ferne castet sie ihre Spells. 65%, 55, 50. Ich mache das ein bisschen mehr Schaden. Schleuer einen Feuerfunken, dann probieren wir das doch mal. Obwohl, ich nehme das trifft eher und hat eh nur noch 2 HP. Yes. Schön. Der stirbt aber auch recht geräuschvoll. Was war das denn für ein Angriff? By sickle and sword, strike them down. Vielleicht irgendwas, dass die hier ausgerutscht sind. Schmierend, hat er auf den gecastet. Ja, die suchen auch den Highground mit ihren Archern und die von oben helfen wenigstens auch noch ein bisschen, nachdem sie schon das Tor nicht rechtzeitig aufgemacht haben. Oh, der pustet das Horn. Und sniped die ordentlich weg. Nicht schlecht. So, und als letztes ist noch Lazelle dran. Ja, mal gucken, wie weit wir in den Kampf kommen.
Ob das überhaupt reicht, um dann mit der Armbrust anzugreifen. Würde fast ein bisschen knapp werden. Deswegen nehmen wir, glaube ich, Springen. Einen von den anderen Sachen brauche ich nicht. Springen verbraucht immer 3 Meter Bewegungsrate. Man springt aber weiter als 3 Meter. Wir können ja mal kurz gucken, wie weit wir springen. Man springt aus dem Stand hierhin. Wir können mal kurz gucken, wie weit das ist. Das sind 9 Meter. Also man verbraucht 3 Meter. Das ist so ein bisschen komisch. Das ist einer der wenigen Kritikpunkte, finde ich, in Baldur's Gate. Also vielleicht ist das alles total regelkonform mit dem Springen und so. Aber eigentlich ist es so wie in einem Shooter Bunnyhopping, dass das irgendwie effizienter ist als Bewegung. Finde ich mal so ein bisschen immersionsbrechend. Das ist bei einem Shooter oder so, weil wenn ich Counter-Strike spiele oder keine Ahnung was anderes, dann gehört das ja irgendwie mit dazu. Dann ist das halt Teil des Skills zum Bewegen. In so einem Rollenspiel bricht das ein bisschen meine Immersion, finde ich. Man hüpft immer, weil es einfach geiler ist, als den Weg zu gehen. Sollte vielleicht der Sprung wenigstens genauso weit gehen wie die Bewegung. Klar, man kann irgendwie hüpfen, aber es braucht ja auch mehr Energie. Dadurch ist es eigentlich, wenn man jetzt immer Strecke zurücklegen muss, immer sinnvoller zu hüpfen als zu gehen. Jedes Mal. Dann machst du so ein Bunny-Hopping im Rollenspiel, was irgendwie so ein bisschen weird ist. Naja. So. Haben wir noch irgendwas Sinnvolles hier? Magierhand, nö, wir greifen ganz normal an. Durchbohrender Schuss macht auch noch diese klaffenden Wunden. Das ist schon mal ganz sinnvoll, um das auf einen starken Gegner. Das fehlt mir auch noch so ein bisschen. Irgendeine Taste, um alle Gegner vielleicht mal ganz schnell mit allen HPs anzuzeigen. Obwohl es gibt, müssen wir ganz kurz gucken. Wir haben auch selber gerade ein Tutorial-Video gemacht. Das ist natürlich die taktische Ansicht. Die hilft mir dann. Die kann ganz hilfreich sein, weil es nochmal ein bisschen mehr Überblick gibt. Die brauche ich jetzt hier aber nicht. Wir haben die Möglichkeit, alle mit so einem Umriss zu umzeigen. Das ist manchmal ganz hilfreich, um wirklich auch die Übersicht zu behalten, wenn die so ein bisschen verdeckt sind von der Umgebung manchmal. Und man hat halt sofort eine schöne Farbe immer mit Grün, Rot, Blau für die eigene Party und Weiß für den aktiven Ausgewählten. Also ich mache auch eine Menge Guide-Videos und so. Dass, wenn ihr da noch Fragen zu Baldur's Gate habt, könnt ihr natürlich immer in den Kommentaren stellen und auch mal da reinschauen. Ja, aber es gibt halt nichts, wo ich sofort sehen kann, wie viel HP irgendjemand hat, dass man sofort einen HP-Balken hat. Glaube ich jedenfalls. Also, ich mache mal einfach hier den durchbohrenden Schuss für den Bonus für die klaffende Wunde auf einen mit viel HP. Zum Beispiel hier auf den Grottenschrat. 50%? Ja, dann auf den Walk mit 55%. So, können wir uns mal kurz angucken. Die klaffende Wunde. Dann kriegt er zusätzlich 2 Stichschaden. Das ist ganz praktisch, wenn er angegriffen wird. Sollten wir ihn auch angreifen. Ich wollte noch gerade schauen, was er da widerstanden hat. Er gescheitert, genau, ich dachte schon. Er hat einen Rettungswurf gescheitert und einen Rettungswurf bestanden. Okay. Das hat auch nur einen Effekt, das verstehe ich jetzt nicht. Warum er einmal widerstanden hat und einmal nicht. Okay. Ich kann aber gleich nochmal angreifen, weißt du was, dann nutzen wir es einfach. Die sind gefährlich, wir wollen die loswerden. Tatendrang. So, ganz normaler Angriff, einfach nochmal. Nach dem Bonusschaden. 6 plus 2, sehr gut. Zug beenden. Ich habe aber Glück gehabt, dass er da am Boden liegt und trotzdem nicht kaputt geht. So, 7, 65%. Ist denn irgendeine Möglichkeit, das zu verbessern? Ich könnte mich versuchen zu verstecken. Aber ich guck mal ganz kurz. Das hat dann nur eine höhere Chance. Das macht mehr Schaden. Aber die Trefferchance ist nicht höher. Können Sie trotzdem probieren. Kostet mich ja nichts. Wir verstecken uns mal. Gibt nichts Sinnvolles einzutauchen. So, verstecken. Ah, geschafft. Und dann gibt es jetzt einen Angriff aus dem Hinterhalt. 88%. Vorteil. Warum habe ich jetzt hier Vorteil? Ist das... Das kann ich jetzt nicht einfrieren. Ach, Vorteil doch. Einfach durchs Verstecken. Stimmt. Ich habe nur das... Nevermind. Also, es macht... Ja, schade, ich bin natürlich Vorteil. Ich gehe mal hier weiter nach vorne, da will ich ja eh sein. Manchmal vergesse ich zwischendurch Sachen, die ich eigentlich schon weiß. So, wir stehen wieder hier. Auch mit der Mira möchte ich hier nach oben. Ich kann hier direkt aus dem Stand hier hochhüpfen. Nein, nicht da lang gehen. Das wird nix. So, habe ich denn auf den überhaupt eine Sichtlinie hier? Wahrscheinlich
nicht. Das steht genau hinter dieser blöden Linie. Time to press ahead. Aber doch, ich kann ihn gerade so treffen. Und habe ihn doch sofort erledigt, sauber. Ja, sehr schön. Wagemutiger Schlachtruf. So. Dann gehen wir mit Shadow halt hier mal weiter nach vorne. Gesammelt hat durch den anfeuernden Schrei eines verbündeten Kämpfers 8 temporäre Trefferpunkte. Das ist immer praktisch. Vielen Dank dafür. So. Angriffe kann ich jetzt gerade gegen die nicht fahren. Aber die sind auch gebufft. Wagemutiger Schlachtruf. Also die buffen sich alle gegenseitig. 55%. 65. 19. Schalten erstmal den aus hier hinten. 5 Schadenspunkte. Das ist nice. Müssen jemand heilen? Stil des Glaubens? Nö, das passt alles. Die wertvollen Spells hier nicht verschwenden. 2 Bonusschaden. Habe ich meine klaffende Wunde noch. Der steht auf und nimmt auch mal wieder am Kampf teil. Der Grottenschrat hält einiges aus. Oh, der nochmal angegriffen. Der kann dreimal angreifen? Was hat das denn? Welche? Über die Bonusangriffe. Kämpfer, meine Laser hat das ja auch ein bisschen. Da bin ich mal ein bisschen, kurz ein bisschen neugierig. Tatendrang hat er gemacht. Das heißt, er kann ein zweites Mal angreifen. Aber warum hat er dreimal angegriffen? Er hat zweimal Tatendrang benutzt, irgendwie. Ja, den verloren. Er hat es einmal benutzt, dachte schon. Ach, er hat Schwung benutzt. Ah, okay, Schwung ist eine Bonusaktion. Deswegen, er hat eine Bonusaktion gemacht, einen normalen Angriff, Tatendrang benutzt. Und Tatendrang war auch ein... Naja. Ist das nicht auch eine Bonusaktion? Wir wollen den Walk erledigen, obwohl der ist eh fast tot. Goblin. Vielleicht können wir mit Laisel reinlaufen. Nicht weit genug. Aber ich überlege eh viel zu viel. Meine, den Kampf war eigentlich ganz gut im Griff. Wir machen damit. Stand ich auch manchmal irgendwo der Schaden schon, wenn ich damit dem Tooltip drüber gehe? Ich glaube, der ist gefährlicher, auch wenn der eigentlich jetzt hier schon fast erledigt ist. Okay, Fehlschlag. Ich war nochmal dran gewesen. Die hätten die 9 Lebenspunkte hier verhindert. Die 9 Schadenspunkte. Erhöhte Position. Das heißt, wir haben eine höhere Trefferchance. Und dann können wir uns noch verstecken. Das heißt, wir haben auch dann Vorteil. Wie soll sich verstecken? Okay, sehr schön. Mira, kommen Sie ebenfalls. Mira ist kein Schurke. Das heißt, sie kann sich nicht mit einer Bonusaktion verstecken. Sie braucht eine richtige Aktion. Das wollen wir natürlich nicht. Das schießen wir einfach ganz normal auf ihn. Nachteil, warum? Ziel außerhalb der normalen Reichweite. Das heißt, wir gehen mal hier vorne hin vielleicht. Können wir. Aber hüpfen ist eine Bonusaktion. Springen. Aber ich habe keine 3 Meter Bewegungsrate mehr. Kann der noch aus dem Weg gehen? Ich habe schon auf Runde beenden geklickt, dooferweise. Weil hier Blut ist. Man sieht manchmal die Informationen hier, wenn ich mich hinbewege. Und weiß ist ganz normale Bewegung, rot ist, heißt, ich habe nicht mehr genug Bewegungsspielraum. Und sowas wie blau ist ein schwieriges Gelände, zum Beispiel, weil alles Blut verschmiert ist. Ach, Nachteil, weil ich noch nicht nah genug dran bin. Schade. Stimmt, den Grottenschrat gibt es ja auch noch. Okay. Hier sieht man das, dieses Türkis, wenn ich durch Blut laufen muss. On my way. Beides 55%. Den hat's erwischt. Sehr schön. Noch irgendeine sinnvolle Bonusaktion? Nö, das kann man so lassen. Kann jemanden umschubsen. Hä? Ich dachte. Hat er den gerade. Hat er den geheilt? Das sah aus wie ein Angriff. Okay, ich war ein bisschen verwirrt kurz.
Das ist eine Sache, die man auch machen kann. Die haben den Heiltrank zugeworfen. Es sah aus, als würden sie ihn angreifen. Ich war kurz ein bisschen verwirrt, habe ich hier die Situation völlig falsch eingeschätzt. Nein, so schlimm ist es zum Glück nicht. Ich will ihn jetzt mal hauen mit meinem Feuerschwert. Ich stehe die ganze Zeit mit der Laser. Komme ich denn da in die Nähe? Wir wollen hüpfen. Komme ich bis dahin? Yes. Hüpfen über die Blutlache auch. Ja, sie gerade ausgerutscht. Da ist auch noch irgendwie, da ist halt Fett. Man sieht das gar nicht so richtig. Das hat hier eine Goblin-Dame am Anfang gecastet. Und man sieht es hier nicht so gut, wie man es vielleicht sonst sehen würde. Weil hier auch sonst eh so Brauntöne sind. Bin dahin gehüpft und einfach komplett ausgerutscht. Na gut, auf eine Fettpfütze zu hüpfen, ist vielleicht auch nicht die beste Idee der Welt. Okay, so, dann gehen wir hier ein bisschen nach vorne. Reicht das schon? Nein, es reicht noch nicht. Immer noch nicht. Da bin ich auch nicht mehr im Vorteil. Was soll denn das? Okay, aber ich kann immerhin einen hinterhältigen Angriff machen, weil er bedroht ist. Dann habe ich auch Vorteil. Also. So. Das gleiche Problem, oder? Das ist so knapp. Also das ist halt so knapp, das ist so gemein. Komm, ich kann ich nicht, wenn ich mich genau hier vorne hinstelle. Ich will das halt nochmal. Ach egal, schieß ich von hier oben. Jawohl, sie ist trotzdem getroffen. Manchmal muss man auch einfach den Go machen. No mercy. No mercy. Das ist die reinste. So eine Comedy hier. Ich meine. That was the last of them. Inside, all of you, more may follow. Open the gate. Niemand wird zurückgelassen. Laezel ist inspiriert. Wir haben schon mal kurz darüber gesprochen. So, wir schauen mal kurz. Ich weiß nicht, ob es da direkt einen Hotkey für gibt, wahrscheinlich schon. Wir gucken uns mal kurz die Inspiration an. Wir gucken mal das Tutorial dazu an. Lesen wir nochmal eben. Da passieren nämlich Sachen gerade. Können jetzt mal ruhig sein, während ich mir das Tutorial anschaue. So, Tutorial. Wo hatten wir hier Inspiration? Das ist... Die Musik ist immer noch sehr episch und ein kleines bisschen laut, ehrlich gesagt. So. Jetzt schaffen wir es mal. Inspiration. Grundregeln. Genau. Inspiration kann verwendet werden, um einen gescheiterten Attributswurf oder Rettungswurf zu wiederholen. Du bekommst Inspirationspunkte, wenn du Hintergrundziele erreichst. Achte darauf, die Inspirationspunkte häufig zu investieren, denn deine Gruppe kann nur bis zu 4 davon speichern. Weitere Inspirationspunkte werden in Erfahrungspunkte umgewandelt. Und Inspiration bekommt man halt, die haben ja alle einen Hintergrund. Sie ist ein Soldat, Unterhaltungskünstler, Scharlatan, Akolyt. Und wenn man was macht, was irgendwie zu diesem Hintergrund, zu diesem Charakter passt, dann kriegt man Inspirationspunkte. Zum Beispiel hier, Laezel, niemand wird zurückgelassen. Sorge dafür, dass alle Verteidiger des Heinz den ersten Angriff der Goblins überleben. Das findet sie als Soldat gut, davon ist inspiriert. Und dann kriegt man so einen Punkt und kann den an bestimmten Stellen einsetzen. Das ist ganz cool. Und wir sind im Level aufgestiegen. Okay. Ja, das gucken, ob ich da... Manchmal brauche ich für den Levelaufstieg ein bisschen. Dafür könnt ihr immer unten in meinen Videos die Kapitelmarker nutzen. Das heißt, wenn euch irgendein Thema gerade nicht interessiert, der eine Kampf, das eine Gespräch, der Levelaufstieg, mein doofes Gelaber, dann sind die Kapitelmarker sehr praktisch, weil dann könnt ihr sowas überspringen und zum nächsten wichtigen Punkt kommen. Und natürlich ist der Stufenaufstieg sehr wichtig, ihr dürft das nicht überspringen. Das ist natürlich, was hier alles passiert, guckt euch das an. Ich meine, hallo? Ich darf nicht außersehen, schon, das habe ich einmal falsch gemacht. Also wir konzentrieren uns jetzt. Stufenaufstieg Bade. So, der Reihe nach. Wir machen es der Reihe nach. Es fängt auch schon unten an. So, Spezialisierung verfügbar. Wir können uns eine Spezialisierung aussuchen. Ist eine vorausgewählt. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht denkt, okay, ich kriege hier irgendwas, sondern es gibt eine Spezialisierung, die ist vorausgewählt. Aber ich muss noch was klicken, weil sobald ich, glaube ich, hier die Fertigkeiten ändere, könnte ich schon weitergehen. Da muss man echt aufpassen. So, es gibt drei verschiedene Schulen, so eine Art Unterklasse vom Baden, die Schule des Wissens. Du trachtest nach Schönheit und Wahrheit, sammelst Wissen aus gelehrten Folianten wie aus Bauernweisheiten und nutzt deine Gaben, um dein Publikum und deine Feinde zu bezaubern. Die Merkmale sind zusätzliche Übungen. Erhalte Übungen in Arcana Kunde, Einschüchtern und Fingerfertigkeit. Davon finde ich Arcana Kunde ganz interessant. Einschüchtern passt überhaupt nicht bei mir. Und Fingerfertigkeit ist okay. Aber habe ich das nicht eh? Können wir mal ganz kurz gucken. Wo ist denn...
Charaktermerkmal. Ah, da kann ich, nee, kann ich mir meine Fertigkeiten ansehen, die bestehenden. Schule der Tapferkeit gibt es noch. Du ziehst durch die Lande, um die Taten der Mächtigen zu erzeugen, zu bezeugen und zu verbreiten, um das anderen... Ich kann auch nicht... Nochmal. Du ziehst durch die Lande, um die Taten der Mächtigen zu bezeugen und zu verbreiten, um das Andenken an Helden der Vergangenheit zu bewahren und um zukünftige Helden zu inspirieren. Kampfinspiration. Inspiriere einen Verbündeten dazu, dass er bei seinem nächsten Angriffswurf, Attributswurf, Rettungswurf, Waffenschaden oder einer Rüstungslast einen Bonus von 1d6 hinzufügt. Das ist praktisch eine bessere badische Inspiration. Und Schule der Schwerter. Ein gut ausgebildeter Krieger, der sein hohes Geschick mit Worten wie Waffen nutzt, um gleichermaßen zu kämpfen und zu unterhalten. Das heißt, ja, das ist ein Kämpferbade. Das ist nicht das, was ich will. Ich will ja eher der Unterstützer sein, der aus dem Hintergrund was macht, aus der zweiten Reihe. Deswegen werde ich auf Schule der Tapferkeit gehen. Das ist das, was mich am ehesten interessiert. Zusätzliche Übung ist ganz nett. Man hat mehr Abilities, bisschen, aber habe ich eh schon ein paar Sachen. Schneidende Worte ist auch ganz nett, obwohl das ist auch ganz cool. Ich habe jetzt doch nochmal kurz gegoogelt, was ich nehmen soll. Und für meine Spielweise passt eigentlich Schule des Wissens dann doch besser. Die schneidenden Worte, das habe ich bis unterschätzt, das scheint sehr gut zu sein. Ich bin halt auch noch nicht in allen Aspekten hier der Experte. Deswegen müssen wir das ein bisschen lernen. Okay, also das nehmen wir. Den Stufenaufstieg, wir haben das. Gesundheit wird automatisch erhöht. Klassenmerkmale. Wir kriegen einen Spellslot mehr, sehr schön. Und jetzt können wir Fertigkeiten aussuchen. Das ist gut. So. Das stimmt gar nicht, wir haben schon Fertigkeiten. Wir können einfach noch Fertigkeiten noch besser machen. Du kannst deine, also Sachen, die wir eh schon gut können, können wir jetzt nochmal verbessern, dass wir da nochmal +2 bekommen. Okay, auftreten ist ja das, was ich machen möchte. Auftreten und überzeugen. Damit kannst du halt echt dann alle überzeugen. Das ist schon krass. Fingerfertigkeit. Ist ganz nett. Arkane Kunde. Erkenne Magie. Motiv erkennen fände ich noch interessant. Das finde ich fast noch besser. Klappt dann vielleicht nicht immer, dass ich sie dann überzeugen kann. Oder einschüchtern, je nachdem. Aber ich will erstmal überhaupt erkennen, worum es geht. Dass ich weiß, ich so schlau bin. Das kann sie halt. Die ist ein guter Menschenkenner, wollte ich gerade sagen. Aber auch ein guter Elfenkenner, ein guter Tieflingkenner, ein guter Orkenner und so weiter. Das nehme. Ich will erkennen, was da los ist. Zauber erhalten. Wir kriegen einen Zauber. Okay, das sind ja schon mal einige. Und wir können auch Level 2 Zauber auswählen jetzt. Das ist natürlich ganz schön. Die anderen kennen wir schon, die Level 1. Da ist nichts Neues bei. Und wir haben 2 Reihen Level 2 Zauber. Okay, die gucken wir uns jetzt alle mal an. Wie gesagt, unten die Kapitelmarker, wenn ihr das überspringen wollt. Blindheit. Okay, ich schränke die Sichtweite eines Gegners ein. Angriffswürfe gegen das Ziel sind im Vorteil und das Ziel ist bei Angriffen im Nachteil. Das klingt nicht schlecht. 10 Züge. Und geht auf einen Gegner und der muss einen Konstitutionsrettungswurf machen. Emotionen besänftigen. Monoide können nicht bezaubert oder verängstigt werden. Und nicht in einen Kampfrausch geraten. Interessant. Kann natürlich gegen einen Barbar ganz gut sein, der Kampfrausch. Das kann er sich nicht so aufregen. Regt dich nicht so auf. Eine Dolchwolke. Das ist ein guter AOE-Spell. Den habe ich schon im Early Access mit einem ganz anderen Charakter ausprobiert, mit einem Zauberer, mit einem Magier. Beschwöre eine Wolke aus rotierenden Dolchen. Die halten 10 Züge an, muss man sich darauf konzentrieren, aber das kann ziemlich stark sein. 4 bis 16 Schaden. Ist allerdings ein Konzentrationsspell. Krone des Wahnsinns. Lass einen humanoiden Gegner irre werden und die nächste Kreatur außer dir angreifen, auch wenn sie mit ihm verbündet ist. Konzentration ebenfalls. Gedanken wahrnehmen. Konzentriere dich, um die Gedanken mancher Kreaturen zu lesen. Wenn du mit den Kreaturen redest. Das ist so ein bisschen eigentlich das, was ich mit Motiv wahrnehme. Ah, das, ich finde, da kommt mein Roleplay-Aspekt jetzt rein. Ich will nicht so gern die so manipulieren, in denen, dass ich da Magie benutze, sondern die ist einfach halt. Ich kann jetzt hier nichts machen gerade. Ich wollte ein bisschen ranzoomen. An meine Mira. Die ist einfach ein guter Menschenkenntner. Aber sie muss das nicht mit Magie machen. Attribute verbessern. Versieh einen Verbündeten mit einer magischen Stärkung. Er ist beim Attributswürfen auf ein gewähltes Attribut im Vorteil. Das kann auch ganz praktisch sein, wenn man irgendeine Aufgabe schaffen muss. Außerhalb des Kampfes dann eher halt. Ne? Fesseln. Schränke die periphere Sicht einer Kreatur ein, damit sie dich ansieht. Oh, also. Ja, aber das ist auch wieder. Ich will das. Na, mal gucken, ob ich da.
Sie will das ohne Magie. Sie ist da manchmal ein bisschen stur. Kann ich nichts dafür. Das macht die Mira. Metall erhitzen. Lass eine metallische Waffe oder Rüstung rot erglühen, sodass der Träger sie entweder fallen lassen muss oder bei Angriffswürfen, Attributswürfen im Nachteil ist. Trägt die Kreatur nur eine Metallrüstung, erhält sie stets einen Nachteil. Uff. Das ist ja fies. Kann ich das aussuchen, was von beiden ich dann? Also die Waffe lässt man fallen. Wenn die Rüstung glüht, ist natürlich ein bisschen fies. Person festhalten. Lähme einen humanoiden Gegner, er kann sich nicht bewegen und weder Aktion noch Reaktion ausführen. Angriffe innerhalb von 3 Meter auf ihn sind stets kritische Treffer. Wow. Guck mal, lesen wir mal genau lähmen. Kann er sich daraus befreien? Irgendwie jede Runde? Oder ist er, wenn er einmal gelähmt ist, ist er nun mal im Arsch? Weil es gibt ja genug Spells, wo du meinetwegen jede Runde einen Rettungswurf machen kannst. Das steht hier überhaupt nicht. Das klingt ziemlich bitter. Unsichtbarkeit. Berühre eine Kreatur, um sie unsichtbar zu machen. Geht es auch auf einen selber? So viel Interesse. Das ist halt, Dungeons and Dragons hat so viele interessante Sachen. Klopfen, öffne ein Objekt, das mit einem weltlichen Schloss versperrt ist. Wir können Schlösser knacken. Schwache Genesung. Heile eine Kreatur. Von Debuffs. Geisterhafte Kraft. Füge einer Kreatur in jedem Zug Schaden zu. Na, wir haben so viele interessante Utility Spells. Werde fähig, unsichtbare Kreaturen zu sehen. Zerbersten. Führt ihnen Schaden zu. Stille. Oh, Stille kann auch 100 Züge. Haben wir schon mal gesehen. Das wurde gegen uns eingesetzt in den Ruinen. So Person festhalten, klingt interessant. Bisschen Utility. Das ist halt Damage, Blindheit. Also entweder kann man ihn die ganze Zeit critten. Das finde ich ganz gut. Und er ist gelähmt. Das ist halt ein Konzentrationsspell. Blindheit oder Lähmung finde ich ganz interessant. Lang genug hat es gedauert. Aber ich nehme Person festhalten. Wir haben es geschafft. So, Unterklasse haben wir gewählt. Zauber ersetzen. Die Anzahl der Zauber, die du geistig präsent haben kannst, ist begrenzt. Bei Stufenaufstieg kannst du die alten Zauber durch neue ersetzen. Ach guck, jetzt können wir noch einen rausnehmen und einen anderen reintun. Das heißt, hier einen von denen, die wir vielleicht nicht mehr haben wollen, rausnehmen. Das kann man, glaube ich, einmal fast jedes Level machen. Und einen neuen rein. Müsste erstmal einen rausnehmen. Können wir mal gucken. Das sind eigentlich alle ganz gut. Selbstverkleidung habe ich jetzt noch gar nicht genutzt. Heldenmut ist auch. Das sind die offensiven Sachen. 2 bis 16, 3 bis 18. Ich würde die Donnerwoge rausnehmen und dann können wir auch Level 2 Spells reinnehmen. Dann müssen wir das gleiche nochmal überlegen. Dann tauschen wir schon den Level 1 gegen Level 2 aus. Dann nehmen wir das mit. Das können wir Out of Combat benutzen. Das ist ja auch so ein bisschen, wofür mein Bade da ist. Nicht nur im Kampf gut sein, sondern auch außerhalb. Und dann haben wir es schon geschafft. So schnell geht das manchmal bei mir. Da ist im Level aufgestiegen. Und Schattenherz. Mal gucken. Das ist, glaube ich, weniger kompliziert insgesamt. Hoffen wir es mal. Okay, es gibt aber ein paar Zauber. So. Zauber vorbereiten. Du kannst nur eine begrenzte Auswahl an Zaubern wirken. Ja, aber das ist halt vorbereiten. Sie kennt halt alle. Man muss entscheiden, welche man vorbereitet. Erstmal kurz weg. Das ist die Liste der Aussuchung. Also auf jeden Fall sehr praktisch ist schon Wunden heilen. Aber ich will die defensiven Spells eigentlich nach hinten tun. Die kann auch Personen festhalten. Sag mir das auch jemand. Das kann die jetzt auch. Na gut. Beistand. Heile deinen Verbündeten und erhöhe ihre Trefferpunkte maximal um 5. Bis zu langer Rast hält das an. Deine Verbündeten. Na gut, ist ja eh vorbereitet. Von daher kann man das ja auch wieder zurück. Also es ist nicht so, dass dieses kriegt einfach alle Spells und kann die. Wie kann ich aber eine Person, das probieren wir gleich mal aus. Schütze einen Verbündeten, erhält Resistenz gegen alle Schadensarten, einen Bonus von 1 auf Rüstungsklasse sowie auf seine Rettungswürfe. Das mal auf den Tanks, aber auch krass. Die voll die krassen Buffs, was denn hier los? Schutz vor Gift, ja. Emotionen besänftigen, Personen festhalten, aber eben schon Gebet der Heilung. Heilt alle Verbündeten, die du sehen kannst. Kann nicht im Kampf gewirkt werden. 5 bis 19, eine kleine Rast. Spirituelle Waffe.
Beschwöre eine schwebende, geisterhafte Waffe, die deine Gegner gemeinsam mit dir angreift. Eine Bonusaktion. Du hast ja nur für eine Runde, oder? Die Waffe, die bleibt nicht so wie die Magierhand. Stille, Blindheit, Attribut verbessern. Ich hab doch gerade gelernt. Das passt schon zu meiner. Obwohl es auf ihr auch gut ist. Das lenkende Geschoss finde ich ziemlich stark. Das macht echt viel Schaden. Das, weil sie was hat, was sie dann machen kann, was nicht im Nahkampf ist. Ein offensiven Spell mal. Wunden verursachen. 3 bis 30. Schon viel. Aus deinen faulen Händen. Das klingt voll fies. Wasser erschaffen kann manchmal ganz witzig sein in bestimmten Situationen. Ich glaube, das nehmen wir mal mit als Utility. Schild des Glaubens. Das fand ich jetzt nicht so doll. Vor allem, da das einfach das in besser ist. Mut des Held halt an. Aber. Okay. Segnen, das ist geil. Konzentrationsspell. Aber ich will noch eigentlich noch einen offensiven. Dann nehmen wir noch, gucken wir, ob das so passt. So, dann Wunden heilen und Beistand, dann segnen und ein Utility-Spell. Das finde ich eigentlich ganz nice. Wo das schützende Band. Gegen alle Schadensarten. Aber das sind die drei, oder? Das sind nicht... Das ist trotzdem gut. Und Person festhalten kann sie theoretisch auch noch. Ich nehme es jetzt mal kurz so mit. Ich glaube nicht bei ihr. Bei ihr kann man das ja wechseln, alles die ganze Zeit. Mal ganz kurz, ob ich das richtig verstehe. Also eigentlich schon, ich bin relativ sicher, aber das probieren wir mal. Segnen ist ganz gut. Wir können mal... Beistand. Wir probieren mal ein bisschen was aus hier. Okay, es geht auf uns alle. Wir haben alle. Jetzt das Trefferpunkt. Maximum steigt um 5. Das ist doch voll mächtig. Wie krass ist das denn? Und wir können doch jetzt einfach, wenn wir jetzt hier in ihr Zauberbuch gehen, das wieder ändern. Die Liste All of Combat. Ja, können wir. Also, Beistand ist ja mal. Finde ich gut, da wird man nicht so weggenockt mal. Segnen ist ein Konzentrationsspell. Was andere auch ein Konzentrationsspell. Ne, wo war das? Einen hatte ich ja noch im Blick. Schützendes Band. Nehmen wir die mal mit rein. Bis zu langer Rast. Und es verbraucht halt auch mal ein paar Sachen. Man kann es halt vor dem Kampf vorbereiten. Aber ich finde das ganz gut. Okay. So, Asterion, Brudi. Stufenaufstieg. Ist ganz gut, wenn man das nicht so... Wenn man das halt wegsehen kann zwischendurch, dann muss ich nicht ganz so viel Zeit damit verbringen, zu überlegen. Schlimm bei mir. So, aber er kriegt auch schon wieder eine Sache. Schlimm, schlimm, schlimm. So, Stufenaufstieg, Schurke. Dieb. Er bekommt Kletteraffe dazu und eine zusätzliche Bonusaktion. Also jede Runde eine zusätzliche Bonusaktion? Augenblick. Wenn Bonusaktionen sind, Verstecken ist halt immer gut. Stoßen, Sport, Rückzug, einen Trank nehmen, okay. Einfach eine Bonusaktion mehr. Sachen gibt's. Also D&D ist halt echt schon ein tiefes System. Ist manchmal komplex und kompliziert, aber... Okay, also das Dieb. Kann eine Menge machen. Und bist resistent gegen Fallschaden. Das heißt, kann er überall runterspringen einfach? Komplett? Okay. Arcana Betrüger, die haben halt viele Zaubertricks. Ich zauber schon genug, der soll nicht zaubern. Assassine. Du ziehst es vor, die Gegner einzeln mit ehrfurchtsgebietenden Strafen zu überziehen. Allerdings nicht im Duell, da diese Ritterlichkeit erfordern würde. Und du die Angelegenheit lieber um der Ehren willen erledigst. Initiative. Bei unvorbereiteten Gegnern bist du am tödlichsten. Im Kampf bist du bei Angriffswürfen gegen Kreaturen, die noch nicht am Zug waren, im Vorteil. Jeder erfolgreiche Angriffswurf gegen eine überraschte Kreatur ist ein kritischer Treffer. Du bist so schnell wie eine Straßenkatze. Ich finde das geil. Ich überlege gar nicht. Also jetzt hier
Einfach auch mal intuitiv. Ich finde, das klingt gut. Action, not reaction. Lazel. Das Karin ist mir eh von der Gruppe im Moment so der Unliebste. Er ist okay, ich finde, ich hasse ihn jetzt nicht, aber Shadowheart und Lazel finde ich sehr viel cooler. So, Stufe auf die Kämpfer. Wir können eine Spezialisierung auswählen. Volk. Wir kriegen einen Zauber einfach dazu. Githyanki, Psionik springen. Eine Aktion. Und verdreifacht die Sprungweite einer Kreatur. Nice. Unterklasse Kampfmeister. Jetzt haben wir die drei. Kampfmeister verfügen über große taktische Überlegenheit, kombinieren auf dem Schlachtfeld Kampfmanöver mit Erfahrung, um jeden Kampf zu dominieren. Überlegenheitswürfel. Mystischer Ritter. Champion. Lass ja Sachen casten. Die soll zuhauen. Die soll nicht Zauber casten. Du begegnest komplexen Kampfproblemen mit einer höchst wirksamen Lösung. Du schlägst auf die Probleme ein und zwar hart. Benötigst du einen kritischen Treffer beim Angriffswurf ein Auge weniger. Das finde ich ganz geil. Den Kampfmeister finde ich ganz geil. Das habe ich schon im Early Access mal gesehen. Man kriegt jetzt drei Manöver, die ich mir auswählen kann. So, gucken wir mal. Schlag des Befehlshabers. Verbraucht eine Aktion und eine Reaktion, um einen Verbündeten anzuweisen, auf einen Gegner einzuschlagen. Der Verbündete verwendet sofort seine Reaktion, um einen Waffenangriff auszuführen. Passiv. Entwaffnender Angriff. Steht immer passiv. Wählt man das nicht aus? Manöver. Ich dachte, man kriegt auch direkt. Gucken wir es einfach alles mal durch. Okay, Schlag des Befehls ab. Entwaffnender Angriff. Also das sind schon Sachen, die man auswählen muss. Ich bin nur über passives Merkmal. Es ist halt was passiert. Verbrauch einen Überlegenheitswurf, um einen Angriff auszuführen, der zusätzlichen Schaden bewirkt und das Ziel möglicherweise zwingt, seine Waffe fallen zu lassen. Das klingt gut. Ich muss nicht unbedingt immer das nehmen, was ich jetzt auswähle, aber es ist schon mal eine Vorauswahl. Du kannst dein Ziel ablenken und deinen Verbündeten bei ihrem nächsten Angriffswurf gegen das Ziel einen Vorteil verschaffen. Okay. Tänzende Beinarbeit. Du kannst Angriffen ausweichen, indem du die Gegner bei Nahkampfangriffen gegen dich eine Runde lang im Nachteil sein lässt. Das sind auch schon... Das ist aber ganz... Ach, das hält einen Zug? Schau mal ganz kurz, wie funktioniert das denn? Ich krieg... Das ist dann aber eine passive Sache, die... Ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Muss ich das... Weil hier sehe ich ja ganz klar, okay, es kostet mich eine Aktion. Das kann ich einfach machen, kostet mich keine Aktion, aber einen Würfel. Wisst ihr was? Wir lernen hier ein bisschen. Ich speichere mal kurz. Und wähle das aus, damit ich das verstehe. Enough waiting. I crave blood. Ich hatte keine Lust mehr zu warten. I crave blood. Kein Bock mehr zu warten auf diese Scheiße. Okay, aber ich verstehe es nicht. Deswegen, das verstehe ich. Tänzen der Ballarbeit verstehe ich nicht. Finte. Du kannst in einem Zug sowohl Aktion als auch Bonusaktion verwenden, um ein Ziel anzugreifen. Dabei im Vorteil sein und zusätzlich ein D8. Das klingt krass. Ach so, aber es verbraucht beides. Ah, ich dachte, ich kann erst mit der Aktion angreifen und dann mit der Bonusaktion mit beiden halt normale Angriffe machen. Ja, provozierender Angriff, bewirkt einen D8 zusätzlichen Schaden. Greift das Ziel irgendeine andere Kreatur an, ist es im Nachteil, also man provoziert das, verstehe ich. Verbraucht einen Überlegenheitswürfel, um einen Angriff auszuführen, der zusätzlich Schaden bewirkt. Wähle bei einem Treffer aus, welche freundlich gesinnte Kreatur die Hälfte ihrer Bewegungsrate als Bonus erhält. Okay. Bedrohlicher Angriff, verbraucht einen Überlegenheitswürfel. Zusätzlichen Schaden verängstigt, Präzisionsangriff, um ihm dem Ergebnis eines Angriffswurfs hinzuzufügen. Der nächste Waffe erhält einen Bonus. Okay, dann, wenn man mal wirklich treffen muss, Stoßangriff, möglicherweise Zurückstoß, sammeln, um einem Verbündeten 8 Trefferpunkte zu gewähren, einem. Vorhin hat er das irgendwie auf alle gemacht, einer, der das gerufen hat, Repost. Das ist ganz geil. Das klingt nicht schlecht. Doppelschlag. Ach, nimm das letzte mal weg. Riposte verstehe ich immerhin, das brauche ich nicht gucken. Doppelschlag. Schwinge eine Waffe rasch in einem weiten Bogen, greife mehrere Gegner zugleich an. Das klingt auch geil. Fällender Angriff.
umzustoßen. Ich probiere jetzt mal die drei Sachen kurz aus, dass ich die verstehe. Also, was haben wir denn hier neu? Überlegenheitswürfel. Wir haben Präzisionsangriff. Das verstehe ich, obwohl ich es nicht auswählen müssen. Doppelschlag verstehe ich eigentlich auch. Hat man hier so einen Bereich, in dem man halt angreift und alle trifft. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Spalten. Aber es macht mehr Schaden, glaube ich, oder? Spalten macht 5 bis 13. Doppelschlag macht 1 bis 8. Das ist weniger. Ich dachte, das braucht auch eine Aktion. Na gut, man kann halt beides, aber es ist halt schlechter. Einfach. Aber das hat einen Cooldown bei kurzer Rast. Das hat verbraucht. Kann ich eigentlich einfach mal so zuhauen, aus Langeweile. Okay. Das hat auf Cooldown und das andere dürfte dann nicht. Dass, solange ich halt Überlegenheitswürfel habe, kann ich angreifen. Genau. Tänzende Beinarbeit. Einfach ein Buff, den ich dann habe. Im nächsten Zug verfügbar. Kostet mich einen Würfel. Und das hält nur einen Zug. Ach, so, ah, okay. Und jedes Mal verbraucht es einen Würfel. Okay, ich glaube, ich habe es genug verstanden. Eigentlich war die Erklärung auch gar nicht so verkehrt, dass ich auch so mir merken können. Das hält einen Zug, da musst du genau wissen, jetzt werde ich angegriffen, da will ich auf jeden Fall ausweichen. Ja. Also klar, wenn du einen krassen physischen Angriff incoming hast und willst halt unbedingt überleben, dafür kann das schon gut sein. Das Spalten packt mehrere Gegner an und hat halt keinen Cooldown, solange man Würfel hat. Also ich finde entwaffnen Angriff prinzipiell ganz geil. Macht Bonusschaden und entwaffnet. Dann, das ist irgendwie ganz nett. Hier ist man halt im Vorteil, wenn man auch ein Ziel unbedingt treffen möchte. Aber was ist denn, warum ist denn hier kurz Präzisionsangriff? Fügt man das hinzu? Womit hat man wohl mehr Chancen? Ein, stell mal ganz kurz. Ein Überlegenheitswürfel ist ein D4. Jetzt bin ich wissen, habe ich das Geld gedrückt. Ich will wissen, wie viel ein D4, den man hinzufügt. Sind wir 8. Ah, okay. Man fügt 1 bis 8 hinzu. Die Frage, was besser ist, ne? Ob Vorteil würfelt man zweimal. Wie viel man im Schnitt dazu bekommt. Und hier macht man ein W8 dazu bei Präzisionsangriff. Also ich finde auf jeden Fall entwaffnender Angriff und Ripost gut. Das dritte müssen wir eben noch kurz aussuchen. Kurz sagte er, wir brauchen Überlegenheitswürfel, Doppelschlag. Präzisionsangriff finde ich ein bisschen sexy. Wisst ihr was? Das google ich kurz, was die Experten sagen. Und ich sage euch das gleich. Da bin ich mal kurz in einem Wiki verschwunden. Habe über den Battlemaster ein bisschen gelesen. Aber das hilft nur ein bisschen begrenzt, weil auch viele von den Sachen ein bisschen anders sind als normal in D&D. Ich habe mich jetzt für die drei Sachen entschieden. Also Repost fand ich von Anfang an gut. Das ist ganz geil, dass wenn man ausweicht, dass man da was machen kann. Fällender Angriff, Leute umschmeißen. Und entweder nehme ich Finte, da hat man einen Vorteil, wenn man angreift. Oder entwaffnender Angriff, man haut ihnen die Waffe weg. Beides ganz cool. Hier ist man im Vorteil. Das heißt, man trifft eher. Vielleicht nehme ich einfach das. Dann habe ich halt. Das ist halt auch die Frage, ob ich eher Finte nehme oder Präzisionsangriff. Ich nehme mal die Finte. Macht noch Schaden. Was das Richtige ist, wenn wir sehen. Okay. Ja, aber das ist für mich auch der Reiz durchaus,
in so einem komplexen Spiel wie Baldur's Gate, dass man sich dann auch viel mit den Abilities, mit den Spells beschäftigt. Da kann ich viel Zeit drin verbringen. Wie man gerade gesehen hat. Falls ihr hier zugeguckt habt die ganze Zeit. Wer von euch, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer hat das übersprungen und wer hat das zugeguckt? Warum ist das denn rot? Das muss ich mir sprechen. Wer ist denn sauer? Das Rot habe ich immer das Gefühl, das habe ich noch nie gemacht, aber das ist ja eigentlich, wenn jemand das nicht gut findet, wenn man sich jemanden beklaut oder so. Aber hier liegt eine tote Goblin-Leiche, also eine tote Leiche. Wer findet das denn scheiße? Ich glaube, das ist ein kleiner Fehler. Ja, guck, missbilligt. Wer missbilligt das denn? Hier oben oder was? Kinders? Oder vielleicht war der Will, die umgehauen hat? Nee, ich denke, das ist. Wie darf ich looten? Alchemistische Zutat. Wäre ich eingesperrt, weil ich hier die Goblins loote oder was? Wenn sie das. Ein Stoffbär. Wenn sie hätten selber looten wollen, hätten sie das machen sollen. Jetzt alles meins. Ganz schön viel Zeug. Oh, Handschuhe der Macht. Verderben der Absoluten. Bei deinen Nahkampftreffern bewirkst du möglicherweise ein Malus von 1d4 auf die Angriffs- und Rettungswürfe des Ziels. Fingerfertigkeit plus 1. Okay, das klingt ziemlich stark. Das haben sie auch ein bisschen geändert gegenüber Early Access. Da war das Wording auch ganz komisch. Wording heißt, wie halt die Beschreibung ist. Die muss halt gerade bei so einem dann doch eher komplexen Spiel. Wir nehmen mal kurz. Nehmen wir alles mit. So. Damit man da nicht irgendwie rumrätseln muss, wie es gemeint ist. Ich rätsel eh schon genug rum, so ist es nicht. Von daher. Was ich gucken will, ist hier folgendes. Erstmal die Handschuhe. Nahkampftreffer. Jemand, wenn man im Nahkampftreffer trifft, bekommt das Ziel einen Malus. Bekommst du einen Malus auf das Ziel? Bewirkst du, nicht bekommst du, okay. Fingerfertigkeit plus 1. Das kriegt hier mal die Laser. Die Handschuhe. Sehr schön. Noch irgendwas anderes Starkes bekommen. Können wir mal schauen. Wits and Blades, always sharp. 2 bis 9, das kann sie tragen. Oder er hat noch diesen Bonus halt. Der zielsichere Schlag, wenn man mal daneben haut. Was ganz nett sein kann. Der braucht mal eine bessere Waffe. Der Schurke. Können wir hier mal. So, schon ganz, wenn ich auf Asterion gehe, kann ich. Mal im Großinventar. Dann kann man das. Gibt es das Gruppeninventar noch? Das neue Sortieren nach. Rüstungssets einblenden. Möchte nach Waffen sortieren. Typ. Wert, Gewicht. Waffen. Okay. Und jetzt gibt es doch das. Gibt es das Gruppeninventar nicht mehr? Das war sehr praktisch. Inventarsteuerung haben wir hier noch. Haben sie das echt weggetan, das Gruppeninventar? Aber ich kann nach Waffen sortieren für, bei allen, okay. Mal gucken, was er tragen kann. Langschwert. Kann er seine ganzen Sachen oder kann er seine Abilities eigentlich, die Nahkampfsachen? Mal kurz schauen. Kann natürlich keine hinterhältigen Angriffe mehr machen mit so einem Langschwert. Vielleicht nicht ganz das Richtige. Dolch 4 bis 7. Für ihn haben wir irgendwas anderes, was in der Richtung funktioniert. Ein besserer Dolch. Ich habe ein Rapier. Kann ich das mit einem Rapier auch? Hinterhältiger Angriff.
Geht auch, damit geht das, okay. Das Rapier ist besser. So. Swift as my feet can carry me. Dann gehen wir mal rein in den Smaragdhain. You led them to our door. And you was ready to let them have us. Don't blame me for your idiotic mistakes. Eure Deppenfehler. So, wir können ja mal probieren. Ich habe ein paar Sachen gelernt. Zum Beispiel Attribut verbessern. Das kann ja für Gespräche manchmal sinnvoll sein. Hier können wir mal probieren, wie das genau funktioniert. Wenn ich das jetzt auf mich caste, kann ich es auf mich selber casten. Ach, man kann es erst aussuchen. Okay, aber das brauchen wir jetzt nicht so dringend. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too. Unbelievable! Okay. Ja, wo ein Goblin ist, sind auch 10. Ich verschwinde, bevor die Horde anrückt. Ein Kampf vorbei, jetzt hättet ihr die Nächsten, dann entspannt euch, Druiden. Diese Goblins machen keine Gefangenen. Ihr dürft jederzeit meine Zahlung rausrücken, ja? Als Bard überzeugen. Unglaublich ist, wie wir die Goblins geschlagen haben. Ihr seid beide Helden. Einfach mal hier ein bisschen Frieden stiften. Gucken wir es erstmal. Ist das ja wurscht. Oh, Schwierigkeitsgrad 15. Die sind nicht so begeistert. Ah, und guck mal, man kann es auch nachträglich noch machen. Das ist gut. Die göttliche Führung ist ja ein Cantrip, ein Zaubertrick. Können wir jederzeit machen. Das ist ein Stufe 2 Zauber. Das heißt, ich bekomme Vorteil. 2 Würfel. Das will ich mal probieren. Das finde ich geil. Gucken, ob einer einen Würfel gereicht hätte. Der erste. Oh, 4 und 5. Oh Gott. Probier es nochmal. Ich will das. Ich will das. Will das sehen. Wenn ich jetzt schon das extra drauf gespe. 10. Okay. Echt gewürfelt. Die Würfelwürfe ist immer voll laut vom Sound. Das kriege ich nicht. Hello, there, you again? Show some respect. This woman saved your pathetic life. Well, I didn't ask for any goddamn help. Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward. The human's eye twitches. He's about to blow. Ich habe mit denen eigentlich nichts zu tun, aber wir sind ja neu hier. Und wenn wir es schaffen, hier ein bisschen Frieden zu stiften, erstmal zu schauen, wer überhaupt das Sagen hat. Wenn wir mit beiden Parteien gut stehen, ist das ja nicht verkehrt. Wir können dem Tiefling eine verpassen. Wir können dem Typen eine verpassen. Oder wir können versuchen, sie zu überzeugen, dass das doch alles hier nicht sein muss. Mit dem Vorteil, also das ist voll krass. Ich würfel aber auch echt nicht gut gerade. Das war knapp. Also ohne die Buffs hätte ich das nicht geschafft. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious eyes. The both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. Ah, das ist cool. More goblins could be on their way. I'm more worried about this parasite than a few goblins. We need a healer. Die Sachen, die Situationen können schon ganz unterschiedlich ausgehen. Also das weiß ich aus Early Access. Das kann auch ganz anders laufen. Deswegen auch was Neues probiert. Ich muss mich mal kurz hier umgucken, bevor ich da weitergehe. Da ist der Weg hier nach oben. Da sind die Verteidiger. Gut, wenn ich den loote, dass die sauer sind, verstehe ich wenigstens. Als ich draußen da die Goblins gelootet habe, dass da ein paar von rot waren und dann irgendjemand das nicht gut findet. Wer findet das nicht gut? Die anderen toten Goblins oder was? Glad you were here for those goblins. Picked one off yesterday myself. Shot her through the throat. Well, that should have killed her, but she kept gasping. Clawing at the arrow. Das hätte ich gern gesehen. Ist öde, wenn sie einfach so umkippen. Keine Sorge, das wird einfacher. Ja. Aber wir sind nicht so eine abgebrühte Sau. Weil ein Leben zu nehmen hat seinen Preis. I had the same thought. And it's just going to keep happening.
Tja. What's next? Ja, schöne Aussicht hier oben. Oh, was ist denn hier? Wow! Was ist denn los? Die Nadira wird hier angegriffen von einem Grottenratschlechter. Gut, dass wir da noch rechtzeitig dazukommen. So, wir haben aber hier die Initiative zum Glück. Was denn mit Lazel? Die steht ganz schön weit hinten. So, wir hüpfen. Wie wir wissen, hüpfen ist gut. Oh, wir kommen trotzdem nicht in Range. Das ist ja blöd. Und dann versuchen wir jetzt danach so nah wie möglich ranzukommen. Ich habe die Range nicht ganz im Kopf, auf der man dann, wenn man zu nah am Gegner steht, bekommt man halt Nachteil auf seinen Fernkampfangriff. Deswegen wollte ich jetzt nicht so nah ranhüpfen. So, Laser ist fertig. Mira. Sachen, kurze Rast, alles. Bin ich ja zu sparsam mit meinen Abilities. So bin ich manchmal. Das ist wie bei anderen Sachen auch. Ich kann es mal versuchen zu verstecken. Ich muss das mal anders anordnen irgendwie. Gefällt mir die Anordnung der Abilities manchmal nicht so. Hinterhaltiger Angriff. Ja, guck. Furchtsam. Looking ahead. Breathe deep and move. You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. Ja. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Ah. Wir haben schon zwei Seelenmünzen gefunden. Ich bin nicht ganz sicher, wofür die da sind. Jetzt können wir nachfragen. Münze, Herrin, was meint ihr? Ich war in Avernus, aber ich bin keine Teufelsdienerin. Ach, die Avernus ist diese Höllenebene. Das merkt sie irgendwie noch, dass wir da waren. Aber wir sind eigentlich keine Diener. Genau, der Grottenschrat hätte euch den Schädel eingeschlagen, so dankt ihr es mir. Weißt du, wir machen das nicht so häufig, aber die war so unhöflich jetzt sonst. Sie haben mir gerade geholfen und dann wird sie erstmal gleich arschig. Komm her mit der Münze. Die ist immer noch im Vorteil. Es ist nur Schwierigkeitsgrad 5, die ist nicht so schwer zu täuschen. Zum Glück haben wir Vorteil. Wofür sind die Seelenmünzen da? That bloody ironies. Devils just can't stand to lose. Schattenherzen here. Ist aber gut. Now go back to the pit that made you. Kann ich die anderen Sachen trotzdem noch sagen? Why, thank you, dread slayer of bugbears. You shall live forever in my memory. Now take my regards back to that pouting Irines and leave me alone. Okay. Ich kann jetzt noch sagen, dass ich auch nicht für die Teufelin arbeite. Aber das müssen wir nicht. Wir müssen ja noch nicht zusätzlichen Ärger machen. Okay. Aber ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen. Die war so blöd zu mir jetzt. Here through the telescope. Oh. Okay, Wahrnehmung auf ein Objekt in die Ferne schielen und versuchen mehr zu erkennen. Das Teleskop fokussieren, um einen klaren Blick auf das Objekt zu bekommen. Ich denke, damit sehen wir besser, oder? Also, wer meint, ich würde denken, dass wir mit dem Teleskop besser sehen. Ich kann jetzt gerade 10. Können wir uns nochmal buffen lassen. Könnten nochmal das, also das brauchen wir jetzt nicht. Sag ich mal, ich kann gerade 10 schaffen wir auch so. Yes. You see a dragon circling like a bird of prey. Hunting. Nach links bewegen. The telescope points to the left. Für ein Minispiel. Ich habe gesehen, dass er nach links geflogen ist.
Dafür verfolgen den. The telescope points straight ahead. Der Drache ist weg. Ich dachte, wir folgen ihm ein bisschen. Schon wieder unfokussiert, da wird einem ja schlecht von. The telescope points to the right. Moment, dürfen wir die Teleskope nutzen, wo wir sie nicht so gut auf uns zu sprechen, wa? Geil, ein Hausdach. Voll gut. Okay. Open up. Kaputt gebufft sind wir. Someone's going to answer for this. I want to have a word. He's not breathing. Go find a healer. Do not embarrass yourself. He is gone. No! Oh. Das müsst ihr rächen. Vergießt Goblinblut. Nehmen wir das zweite Mal. Someone's going to pay for this. Arca, no, wait! What are you doing? Glad you made it inside. Doubt we'll be safe here for long, though. There'll be more coming. Goblins hunt in packs. Eigentlich sieht's aus, als hätten sie eine ganz gut zu verteidigende Festung hier. Wollte gerade sagen, man kann von dieser Position eine Horde Goblins abwehren. Maybe, but we're not fighters. If they broke through, it'd be a massacre. The sooner we leave for Baldur's Gate, the better. If the road was clear, a 10 days walk maybe. But while the goblins are out there, it might as well be the other side of the world. Okay, gehören die gar nicht hier hin zu dem Hain? Das sind schon Gäste hier. Aridan's back with his tail between his legs. I'm glad for your help, but I'd hoped you were Halsin. Okay. Aradin, der draußen. Wer ist Halsin überhaupt, wenn sie schon von dem spricht? The druid in charge of this grove. At least, he was. Guess if he didn't come back with Aridan, that might not be the case. Oh. Denn dann haben wir auch von dem Druiden hier gesprochen. Ich bin immer begeistert von der Aussicht, die man da teilweise hat auf die Spielwelt. Und so, das ist so cool. Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Hallo Zevlor, ich bin Mira. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Ich habe mit den Druiden eigentlich keinen Streit. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Da fehlt irgendwie gerade ein Dialog, oder? Wie wir ihn auch angesprochen haben. Können wir ihnen helfen hier, dass sie ein bisschen Zeit gewinnen? Schauen wir mal, ob wir mit dir sprechen. Really? We're messengers now. We owe you a great debt. If we're forced to leave now,
we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Da ist Tyrion gleich wieder. Und wenn wir da eh unterwegs sind, das ist doch dann nur... Das erledigen wir halt nebenbei. Ich hab's da noch nicht gemacht, wenn ich glaube, es geht. Dann gehen wir mal dahin. Let's move. Gespeichert, okay, sehr gut. Every Githyanki has held a sword by age 6 and claims their first kill by age 10. Yet these tieflings claim barely a single warrior among them. It's a wonder they've survived even this long. Ich habe sie aus Versehen angeklickt, weil sie gerade im Weg war, als ich auf den Boden klicken wollte. Aber das ist ja ganz cool, dass man auch so ein bisschen die Einschätzung hört. Die Krippe, der einzige Weg zur Heilung? Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zathisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir Library. The library was a gift from Vlakith herself, that we may gain total understanding. Diese Art von Weisheit ist sehr kostbar. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more, infinities upon infinities. Die Shadowheart gleich nicht gut, wenn ich da ein bisschen mit ihr rede und übereinstimme. Was sagt sie denn dazu? This place seems remarkably tense for a sacred grove. Perhaps we shouldn't linger. But let's at least see if there's a healer to be found, first of all. Ganz schön cool, da muss ich wirklich dran denken, eigentlich bei interessanten Locations immer mit den Leuten zu sprechen und zu hören, was sie darüber zu sagen haben. Danach kommt immer so die Standardsachen, wenn man die noch nicht erledigt hat. Aber diese Einschätzung am Anfang ist immer ganz nett. Können wir trotzdem kurz über das reden, was uns widerfahren ist. Mal gucken, was sie dazu zu sagen hat. Fine. What's on your mind? Wollte ich gar nicht. Okay, nichts Interessantes. Wir können ja trotzdem mal fragen, wie sie uns so findet. Nur mal zum Testen. Eigentlich würde ich das nicht fragen. You're not the kind of company I'd keep willingly. But all things considered, you'll do. And I haven't forgotten that you saved my life aboard the Nautiloid. Perhaps I'll be able to return the favor at some point. Okay. Immer, mit dem habe ich keinen Bock. Wir hören mal trotzdem mal. Der geht mir immer auch ein bisschen auf die Eier. Gucken, ob er es wieder schafft. Aber ich habe schon diese Einstellung. Wenn ich ihn schon sehe, denke ich so, ach. Well, this seems like a lovely little spot. The sense of impending doom aside. Ich möchte jetzt eine Weile im Lager bleiben. Na, ganz so schlimm ist es nicht. Ja, man merkt schon, wir haben da keine, ist nichts auf einer Wellenlänge. Selbst die Mira möchte da nicht so was sagen. Take that back. Right now. Refugees, adventurers. No one in years and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Ja. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Na, darf ich nicht zu lange bummeln? Wird der Rhein wirklich abgeriegelt? I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. Können Sie die nicht aufnehmen während der Zeit oder so? Die meisten doch Tieflinge, wird schon alles gut gehen, sie haben teuflische Kräfte. Das denken vielleicht viele. Wir als Bade kennen uns natürlich aus. Wir wissen, dass das nicht immer so ist. Allein können sie nicht überleben. As I said, it's a drastic measure. But the survival of the grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Okay. Ein Heiler hier? I pray no goblin arrow has grazed you. Netty could put you to rights. She should be with the others in the inner chambers. But I doubt she'll be taking on new patients.
The grove will be locked down soon. Just some bits and bobs I no longer need. Ah, verkauft Sachen, das ist immer praktisch. So. Gucken, ob er irgendwas Spannendes hat, weil sonst will ich eher Sachen verkaufen. Ich habe jetzt keine Lust am Anfang irgendwie so viel zu suchen, ehrlich gesagt. 500 Gold. In so Rollenspielen kaufe ich selten Sachen. Am Anfang muss ich jetzt auch nicht mit anfangen. Ich will aber mein Zeug loswerden. So. Kann ich das sortieren jetzt, das Handeln? Nicht tauschen. Ich will handeln. Und jetzt will ich das nach Gewicht sortieren. So sind ein paar Sachen schlechter geworden jetzt in der Release-Version. Weil warum kann ich nicht nach Gewicht sortieren jetzt? Wo ich wirklich nichts übersehe. Das ist alles mein Charakter. Hier kann ich halt verschiedene Kategorien auswählen, das ist klar. This is about your precious Baldur's Gate. I care about Aber ich kann nicht die Sachen nach Gewicht sortieren. No, krass, das ist doch scheiße. Man kann Sachen als Waren markieren, wenn man die aufhebt. Bin ich mal zu faul in dem Augenblick und dann habe ich das Problem, wenn ich beim Händler bin. Aber es sind wirklich schwere Sachen eigentlich loswerden. Zum Beispiel Rüstungen hier. So ein Stachelschild sieht doch scheiße aus. Sowas. Ringpanzerrüstung. Hat eigentlich. Der Rüstungsklasse 15, Rüstungsklasse 13. Kann sie die Ringpanzerrüstung tragen? Kann ich ihr das nicht geben, in dem Aus. Ne, das kann ich ihr nicht geben und gleichzeitig Umgang mit schwerer Rüstung. Mittlere Rüstung. Du würdest Fremde über uns. Dann verkauft ihr erstmal die ganzen Waffen. Können wir stop shouting? Nein? Die wiegen nämlich eine Menge. Gleich mal gucken, ob sie überhaupt schwere Rüstung tragen. Wahrscheinlich nicht, wenn sie eine mittlere Rüstung hat. Die Armbrust kann weg. Calm down. Dass die schweren Sachen immer ein bisschen loswerden. I won't leave them behind. You're going to get us killed. Irgendwelche Bücher kann man auch mal verticken. Bis er kein Geld mehr hat, man alles loswerden hier. Der braucht auch kein Schild. Vielleicht behalte ich einen Dolch mal, wenn ich mal was probiere mit zwei Waffen oder so. Okay, dann habe ich noch Geld. Ich muss mal los. Sylvanas, guide your path. Meinen ganzen Schrott verkauft. Einstellung von Händlern. Die Einstellung dir gegenüber beeinflusst ihre Preise. Ne, wichtig. Ich will keinen Quatsch machen. So, wir gucken mal ganz kurz. Ist das so? This is about your precious Baldur's Gate. I care about our lives. Our futures. No, you just care about your stupid apprenticeship. Umgang mit schwerer Rüstung ungeübt, okay. Take that back. Right now. At least things have stayed interesting. This grove is kept by Sylvanas' faithful. Okay, was ist denn hier eigentlich für eine Streiterei? Wir müssen ein bisschen erfahren, was hier überhaupt los ist, was hier für Fraktionen sind, wer hier was zu sagen hat. Besonders zu den Druiden, aber zu den Tieflingen ist ja auch interessant. Bells, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Okay, also ganz offensichtlich will sie gerne hier diesen Leuten helfen, die irgendwie hier festhängen und bald rausgeschmissen werden. Er ist ja eh nicht begeistert.
kann ihn halt davon überzeugen, dass sie denen helfen sollen, aber ich sag erstmal nichts. Roland's right, sis. We should leave while we still can. Or would you deny your brother here his chance at fortune in Baldur's Gate? Fine. Let's sneak away like God's damned cowards. But if something happens to these people, it's on us. I hope you know that. Can't keep the goblins out forever. This is no fortress. Also, ich bin jetzt auch nicht hier so Guti Gutmann, der einfach jeden überzeugen muss, immer den Armen und Entrechteten zu helfen. Und wir müssen auch schon ein bisschen selber wissen, was sie machen. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. And again. Swing, sich da. Swing and... I'd swear that ox's gaze is following me. Was? Seltsamer Ochse. Der Ochse macht dich nervös. Den Grund hierfür herausfinden. Okay, können uns buffen. Mit göttlicher Führung. List des Fuchses. Auf Intelligenz. Das schaffen wir auch so. Yes. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Moo! Moo! Okay. Wir haben nicht mit Tieren reden, ne? Ich weiß gar nicht, wie das kann. Vielleicht muss man auch gar nicht mit Tieren reden. Da stimmt doch was nicht mit dem hier. Kann man sich eigentlich auf der Karte mal selber Markierung machen? Ah, Markierung platzieren, da. Links, Linksklick. Seltsamer Mu. Okay, das merken wir uns mal, sonst kommen wir später hier nochmal wieder. Sehr seltsam. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. Alles. Oder wohin guckt er denn? You see nothing out of the ordinary. As you turn back, the child slips between the rocks. Ah. Gucken wir mal nach. You find the edges of a concealed entrance. No trigger or handle, though. No way to open it. Hmm. How many? Like, six. I'm going to kill 600. Focus. Interessant. Was für Plagen hier. Hold out your hand, lady. Let me show you something. Go on, take this ring. It's lucky. Schickes Kunststück. You haven't seen anything yet, lady. Go on, take the ring and watch your fortune change. Die mir für einen Trick hier zeigen, seinen Ring, da stimmt irgendwas nicht. So können wir das auch. Vielleicht. Oh Gott. Wollen wir einen Trick zeigen und stehen da wie so ein Depp? Oh, wir schaffen es gerade so. Wäre sonst peinlich. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it heads or tails. Kopf. Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. Ich glaube auch. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Einziger Münzwurf weiß noch nicht so viel. Okay, fair. Let's go again. Heads or tails? Call it. Ja, vor allem nicht, wenn du die Münze wirfst. Kann ich die selber werfen?
There. Happy? Ich habe einen kostenlosen Ring bekommen. Hey, hold on, you gotta pay for that. Ich bezahle dich mit Erfahrung, der Ring gehört jetzt mir. Ich kann sie wieder haben. Ich dachte, du hast gesagt, ich kann den haben. You got it. One sec. That's what I got. Wahrnehmung? Was haben wir denn wahrgenommen? Man hat hingesehen. Mira ist inspiriert. Okay. Die können wir noch ein bisschen Schrott verkaufen, das ist ganz gut. Eine Rüstung zum Beispiel, kann ich gut gebrauchen. Handelscharakter. So, nein. Achso, ich will nicht tauschen. Ich will tauschen. Ich will handeln. Ich will auch gar keinen Schrott von dem kaufen. Färbemittel. Vorratspakete. Bierkrug. Liebeswerkzeug. Liebeswerkzeug kann ganz gut sein, wenn ich davon genug habe. Hier verticken. Alternative Waffen behalte ich mal noch. Eine Fackel noch. Das haben wir doppelt. So schick ist der Hut auch nicht. Polierte Halskette. Lederhandschuhe. Lederstiefel. Ein Teller. Hier ist ein Teller. Zwei Teller. Ein Humpen. Ein Stoffbär. Ah, den behalte ich vielleicht. Gehört ja jemandem, auch wenn er schon schimmelig ist. Hier ein paar Totenkopfschädel. Sie nehmen alles andrehen. Gladiatoren-Sandalen. Abgerissene Vagabundenkleidung. Rubin ist sogar schon zu teuer. Die letzten 3 Mark muss ich mir jetzt auch nicht aus der Tasche ziehen. Nothing caught you. You suddenly feel something moving against your back and turn. Aha. Der wollte mich doch beklauen. Fängt er noch an zu heulen. So, wir können entweder Motiv erkennen. Mal gucken, wie der wirklich drauf ist. Schwierigkeitsgrad 5, okay. Das Kind haben wir am Sack. Der ist nicht schwer zu durchschauen. You notice she's trembling. The tears streaming down her cheeks are indeed real. Oh. Auf sie losgehen, echt hin oder her, sie wollte dich beklauen. Okay, man kann ja nicht so ein Kind jetzt hier voll zusammenscheißen. Oder auf das Kind sogar losgehen. Als mit athletisch. Entspann dich erst mal ein bisschen. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Ja, die Zelda und Saren finden das nicht gut, dass ich den nicht gleich komplett vermöbelt habe. Oder so eine Diebesbande hier. Der lenkt uns ab, während dann seine Kumpanen uns beklauen sollen. Hey, you here to trade or? Oder über deine Partnerin sprechen? Yeah, I know. I was standing right here telling her to rob you. Udi? Muss jetzt nicht anfangen zu heulen, aber jetzt noch so arschfrech sein. Sie soll sich entschuldigen. Ich glaube eher er soll sich entschuldigen. Du so, als tätest dir leid. Pff, Anteil von der Beute. Jetzt, wenn es so ein Arsch ist. Fine. I'm not so good at counting, but I think any percentage of zero is zero. Nicht von uns Beute. You caught her. Good for you. You aren't a chump like everyone else around her. Now, do me a favor. Make room for the chumps. Think you could stand back a ways, pal? I'm fishing for chumps here. Kann ich dir nicht noch jetzt sagen, dass er... Jetzt? Okay. Ah ja, er verdient... Frau eins auf die Mütze zu bekommen. Wo ist sie denn hin hier? Mal schauen. Kleine, freche Kröte. Hm, what's that? Loch. Kann ich gerade nicht nutzen. Ich muss untersuchen, was denn das ist. Warum kann ich das nicht nutzen? I wonder what the next move is. No time to rest.
nichts. Hm. Das Loch angreifen. What to do? Fragen, die man sich manchmal so am Wochenende stellt. Ja, das Kind ist auch wieder rein. Vielleicht sind wir zu groß. Time to press ahead. Ist sie gerade da hochgehüpft einfach? Okay. Let's get going. Please, let us through. Let my daughter go right now. She's a thief, Hellspawn. And you will wait for Corga's judgment. Now get back. Oh, let me through, Mragrisham, or I'll rip your damn throat out. Okay, Drogen nehmen Sie nicht so auf die leichte Schulter. Was ist denn hier los? We need to get Arabella out. Now! You heard the guards. They're waiting on Corga to give word. I'd sooner trek through the nine hells than trust that snake! Ugh. Okay, warum ist denn da die Arabella bei den Druiden? Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. Oof. Sounds like she made the fatal mistake of getting caught. We shouldn't get involved. Okay. Hat dieses Kind das wohl sehr wörtlich genommen? Ihr habt recht, es ist eure Schuld, ihr hättet sie besser erziehen sollen. Liebe müssen bestraft werden. Und sie ist noch ein Kind. Ich guck mal. Ich würde einfach ganz gerne sozusagen abwarten. Ich weiß nicht viel über die Situation. Ich weiß nicht, ob das zweite so ein Abwarten ist. Ich muss ja nicht gleich sagen, dass sie Schuld haben. Ich weiß ja nicht so viel. Aber prinzipiell können wir mit den Druiden ja mal reden. Mal gucken. Thank you. They won't give us the time of day. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Interessant, dass wir eigentlich mal mehr so eine böse Charaktere in der Party, würde ich nicht sagen. Laesel geht schon in die Richtung eigentlich. Astarion ist auf jeden Fall eher egoistisch. Jetzt kurz die Gespräche manchmal direkt in der Nähe, sind ein bisschen zu laut, die Hintergrundgespräche. Wenn man auch manchmal beim Händler ist. Und sie hat auch keine Lust, sich einzumischen. Die ist halt sehr fokussiert eher, habe ich das Gefühl. Die will halt ihre Mission erfüllen und das ist das Wichtigste. Könnt ihr mir irgendwas zu der Situation sagen? Lives are at stake and the cowards only care about their bloody rituals. Ja, na gut. Die haben halt auch ihre eigenen Sorgen, die Druiden. Der sieht ja ein bisschen aggro. Von der Muskelbär auch, wie er da steht, so. Mr. Muskelbär. Moin erstmal. Hallo. Magrin, give her a chance. Ah, danke. You get back. Ich? Ah, ich wollte gerade sagen, ich bin hier der Goblin-Held vielleicht. Aber warum soll ich denn hier? Warum sind die denn so aggro? No, and you'll find trouble all the same, unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You! Apparently Corga wants to see you. Go ahead. So, die machen hier ihr Ritual im Druidenhain. You there! Hello! Hi. Ah, my good friend! You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Okay. Glory. Now then. How would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind.
successfully recalling various details of goblin behavior. Okay, so schreibt ihr ein Sachbuch oder unsere Geschichte? Also wir haben hier ein paar Sachen, die wir noch wissen. Klassische Plünderbande mit Peitsche und einigen Bujaks. Wir können ihn einfach anlügen. Ein Invasionstrupp der Elithiden. Die Goblins wurden kontrolliert. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Eine genaue Beschreibung liefern. Das kommt wahrscheinlich durch die Wahrnehmung. Das ist, wenn man nichts weiß. Und das ist die Badensache. Ja, wir kennen uns halt ein bisschen aus als Bade. Sagen wir ihm doch das. Ist er auch ein Bade? My, a scholar after my own heart. Spent much time among goblins. Wir kennen uns halt aus, ne? Shocking little creatures, aren't they? Still, there's quite a bit more to them than most accounts allow. I myself plan to record the world's most extensive catalogue of their means and habits. A blue ocean of information, I dare say. Okay. Now, I've a few more questions, if you don't mind. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Drache? Wir können einfach irgendwelche Sachen erzählen. Aber welcher Drache denn da? Witnesses failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Okay. Did the attackers rally to the Absolute when they fell upon the gates? Also mit dem Absoluten haben wir irgendwas gehört, das stimmt sogar. Wir können gleich voll übertreiben. Aber es ist zum Glück die letzte Frage, sonst hätte ich mich auch bald verabschiedet. Ja, man hat das schon gehört. They did, didn't they? Oh, oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one. A captive in this very camp. She reports they've abandoned their god, Maglabiot, in favor of someone called the Absolute. The scandal! Oh, aber ganz gute Infos mal hier, Absoluten. Ich habe den Volo im Early Access überhaupt nicht angesprochen. Lernen wir mal ein bisschen was. Aberglau der Goblins. Dramatisch. Wie hat Maglubiet reagiert? Oh, I'd imagine him quite displeased. Since their change in allegiance, these goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Oh. Was mit dem Drachen? Also ich hab da keinen Drachen gesehen, aber wir haben ja einen Drachen durch das Teleskop gesehen. My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. Achso, der erfindet nur einen Drachen, so eine blöde Geschichte. Das hat auch nichts mit dem anderen zu tun, was wir wirklich gesehen haben. Geht der Bär zu ihm? Oh, der guckt aber lieb. Na gut, ich spreche ihn nicht nochmal an, nicht, dass er mir noch 17 Fragen stellt. Ah, my grizzled friend. What can you tell me about this place? Okay, jetzt anscheinend wieder in die Wildnis. Soll man gar nicht, will erst in den Druidenhain erkunden. Ein Speicherpunkt ist ja trotzdem mal nicht verkehrt. Wo geht's hier hin? Können wir uns wenigstens noch anschauen hier. Oh. Eine Badin. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become. Oh, ich kann ja ein paar Tipps geben. Ich kann ja erst voll fies sein. Nein, aber meine Worte werden zu Asche. Wir können gleich ein paar gute Tipps geben. Words of mine will turn to ash when you call the last light down. Oh, ich kann mitsingen. Moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Fair
dear old friend. Wait, that's it. Aww. Thank you. I was having trouble finding the words. Schade, die Musik war, glaube ich, auf dem Musikslider mit. Also auch so, aber nicht nur so Hintergrundmusik, sondern diese leider auch. Gern geschehen, macht nur weiter so. Eine andere Bardin, von wem handelt denn das Lied? Lihala. My teacher. And friend. Sorry. Damn it. Okay, das kann man schon manchmal nicht sagen, das Beste. This is embarrassing. Gods. I haven't finished a song since Lihala died. I haven't played at all, if I'm honest. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. Das ist aber nicht schön. It was awful. I couldn't look at a lute without hearing her screaming. Until now, I'd forgotten what it was like. That itch in my fingers to perfect a song. The Weeping Dawn will be my gift to her. Thank you. I needed this. Oh. Sind wir inspiriert? Jetzt haben wir schon 3 Inspirationspunkte, obwohl wir auch 2 schon verbraucht. 2 aktuelle Inspirationspunkte haben wir. Zwei
Eichhörnchen hier. Die sind nicht so begeistert. Ich brauche echt mal mit Tieren sprechen. It's still rough, but my song is getting there. Ach so. Vergoldete Truhe. Die keinem gehört. Nicht rot. Schloss knacken. Kappe der Heilung. Besänftigende Lieder. Wenn du einen Verbündeten mit Bardische Inspiration inspirierst, erhält er außerdem 1-6 Trefferpunkte zurück. Wow. Und der Badenhut. Ja, aber den... Das ist ein kleiner Hut. Den müssen wir nicht ganze Zeit aufhaben. Sieht nicht so schön aus. Was passiert eigentlich? Reaktion. In den schneidenden Worten, was ich jetzt neu habe, verstehe ich auch noch nicht so ganz. Das ist die Inspiration. Wie funktioniert das denn? Eine Reaktion. Gelegenheitsangriff. Und wann erhält es diese Reaktion? Ich mache mal Fragen an. Bin nicht ganz sicher, wie das funktioniert, wann das ausgelöst wird. Was ich eigentlich gesucht habe, ist, wie ich performen kann. Ist das hier eine Aktion? Ich als Barde. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will turn to ash when you call the last light down. Moon, sun, all remind me of your grace. Faith, care, all the love I can't repay. Moon reminds me of your grace. All the love Nächster Gesang der Rast. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Ach, da ist das. Moon, sun, all remind me of your grace. Faith, care, all the love I can't repay. Passt nicht ganz zu ihrem Lied, nicht zu dem Ingame-Lied. Mal gucken, was passiert, wenn ich da auch... Muss ein bisschen aufpassen, dass man manche Sachen nicht so leicht übersieht. Mit Toten sprechen. Aber die Laute und die Flöte passen ganz gut zusammen sonst. Schade, wenn man sie nicht bei ihrem speziellen Lied begleiten kann. Das wäre cool gewesen. Tatsächlich ein bisschen düsterer, wo die ihr Ritual aufführen. Speak. Ich habe mit dem Vogel gesprochen. The bird knows. She needs to know. You do not. Okay. Ich habe den Hain verteidigt. Ich bin nicht euer Feind. Da gibt's was Interessantes. Komm. I forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. Ach. Das so ist das, mit den Flüchtlingen, die einfach wegjagen. Jetzt verstehe ich, die sind von der AfD, die Alternative für Droiden. Ah,
Okay. Hat sie Unrecht? Perhaps not. But that does not make it right. Only Master Hulsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. Wir suchen den Hulsin, anscheinend der ein bisschen eine andere Meinung vertreten hat. Was denn mit dem Ritual? Die Frage ist sehr ähnlich. Nicht ganz sicher, was von der Stimmung her anders ist. I would prefer not to. But if Master Hulsin does not return, Korga will give the order. Okay, and my voice will not matter. Sie will das nicht machen. Ah, okay. Ah, gut, dass wir wissen, was über die Hintergründe erfahren. Bevor wir vielleicht in irgendeine Situation kommen, wo wir uns da entscheiden müssen, oder? Ich will auch gerne mit den Tieren sprechen. Ich stelle es immer nicht direkt neben ihm ein paar Blumenpflücker. Entscheid mich. Ja, ein bisschen was. Schönes Blumenbeet habt ihr da. Vielleicht mache ich ja doch mal was draus. Wer ist er denn hier? Ich kann nicht mit Tieren sprechen. Mit Tieren umgehen. Kann ich einigermaßen. Auch nicht so schlimm. Ach, auch die Bärin war im Weg. Habe ich sie ganz nett aus dem Weg buxiert. Will ich denn überhaupt dahin? Schauen wir uns mal kurz auf der Karte an. Wo geht's denn da hin? Da geht's auch raus dann wahrscheinlich, oder? Dann habe ich den Weg jetzt frei gemacht. Wo geht's denn noch hin? Und kurz schauen. Was haben wir hier? Topaz. Tufit. Hier ist seltsamer Mu. Guck mal kurz, wo es hier unten lang geht. Ich kann euch doch hier lang gehen, oder? Oder auch noch ein Bär. Hi. Du frisst ein paar Fische. Ich nehme die mal lieber nicht weg. Ich glaube, da könnte ein bisschen aggro werden. Ist ja was Interessantes. Gucken wir uns hier mal kurz um. Springt denn eigentlich automatisch? Wenn nicht, ne. Ne, auch nicht. You're staring at me again. What do you want? Standst im Weg, Brody. Warum kann ich denn plötzlich nicht darüber springen? Eigentlich ist die Reichweite doch. Wir benutzen mal den neuen Spell von der Lazelle. Gifjanki. Kann sie sich auf sich selber casten eigentlich auch? Gib das mal ihr. Ich glaube, sie durch ihre Stärke kann sie wahrscheinlich eh weit genug darüber hüpfen. Ja. Proceeding. Eine Truhe. Ein Zeug gefunden, ist nicht so schlecht. Noch irgendwas? Man kann manchmal aus der Vogelperspektive vielleicht mehr sehen. Ja, das ist zu weit weg, um da hoch und darüber zu hüpfen. Gehen wir wieder zurück. Ich habe eine Truhe gefunden. Abgrund. Mit Mira vor. Wonder if the gods are watching me. Alas, I've never learned to converse with your kind. Ich rede die ganze Zeit mit dem Bären, obwohl er überhaupt nichts versteht. Okay, also ich kann jetzt hier den Hebel betätigen. Ist hier noch irgendwas vorher, was ich machen möchte? Das ist aus wie eine Tür. Still breathing, despite everything. Hier ist noch ein Hebel, es sind mehrere Hebel. Dann nutzen wir den Hebel, wo der Bär eben davor war.
Ja. Der ist Terrier, ne? Kommst du mit? Hier sind wir. Okay, jetzt haben wir die einige alternative Wege. Das habe ich überhaupt nicht richtig geschnallt. Okay. Was will ich eigentlich nicht? Ich will ja hier runter. Ich will ja eigentlich zu der Karga. Die scheint ja hier der Boss zu sein. Das muss wahrscheinlich hinten bei der Tür sein. So, alle auf dem Aufzug. Lazelle. Kommt ihr alle mit? Danke. Stop me yet. Okay. Yes, I see. Dann gehen wir auch mal da rein. I'm sorry. Have you lost your senses, Koga? Release her. She stole the idol of Sylvanas. Okay. Da ist die Karga, da ist auch die Arabella. Schon in Diskussion. Das wird interessant. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Das wird spannend. Also die nächste Folge kommt ja auch schon bald auf dem Kanal. Natürlich gibt es dann auch eventuell jetzt schon, aber spätestens in Kürze das zweite Let's Play zu Baldur's Gate 3 mit einem ganz anderen Charakter, ganz anderem Walkthrough. Und natürlich meine zahlreichen Guide und News-Videos um Baldur's Gate 3. Also schaut da auf jeden Fall rein oder eben in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal für heute, für jetzt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!